وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. Alles loben wir Allah, den Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandt ist. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wir haben seit zwei Tagen mit einer wundervollen Surah angefangen, die Geschwister Surah al-Hijr, die verschiedene Themen beinhaltet. Und heute, bi idhnillahi as-sami' al-alim, werden wir über den Koran sprechen und warum Allah subhanahu wa ta'ala ihn geschützt hat. Und das ist eine wunderschöne Botschaft für einen jeden Muslim, dass er weiß, dass sein heiliges Buch, der Koran al-Karim, geschützt ist vor Fälschung, was man nicht über die vorhergehenden Bücher sagen kann. Und deswegen konzentriert euch bitte heute mit mir, liebe Geschwister, denn es gibt viele Muslime, die ihre Religion nicht richtig erlernt haben, die manchmal sogar an der Sunna etwas Zweifel haben, weil sie auch nicht gelernt haben, was für eine großartige Wissenschaft die Hadith-Gelehrten aufgestellt haben, so dass die Sunna komplett geschützt ist vor Fälschung und anderen Dingen. Wir haben erstmal bis zur 10. Ayat, bis zur 7. Ayat haben wir behandelt. Wir werden nochmal die Ayat lesen, inshallah ta'ala, um sie zu festigen. Und dann lesen wir heute eine Ayat. Wir werden auch nur über eine Ayat heute bi'idhnillah ta'ala ausführlich sprechen. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون Ich glaube, das nächste Mal machen wir den Unterricht, wenn ihr schon gegessen habt. Es sind so viele Leute hier und ich höre kaum eine Stimme. Deswegen bitte, auch Koran, wenn man liest, liest man lauter, damit man auch sich selber hört und damit auch gehört wird, was man liest. Barakallahu fikum. Versucht euch ein bisschen zu konzentrieren, inshallah. In 3 Stunden gibt es Essen, inshallah. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Müde Truppe. طيب. Wir werden inshallah ta'ala, das letzte Mal haben wir bis zur 7. Ayah gemacht und heute inshallah ta'ala werden wir die 8. Ayah erklären. Wer liest uns die Übersetzung vor? Nicht auf Französisch, ja? Mutawakkil. Die meisten sind hier Deutsch. Na, tfadda. Freilich, wir selbst haben diese Ermahnung hinabgesandt und sicherlich werden wir erhöht sein. Na. Ein Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala an einem jedem Muslim, der verstanden hat, dass dieses Buch das Buch zu seinem Erfolg in der Dunya und in der Akhira ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala für diese Umma vorgesehen hat, dieses Buch, den Koran al-Karim, zu schützen. Ein Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass keine Rechtleitung mehr nach dieser Rechtleitung erfolgt. Insofern ist das die Ayah, über die wir heute sprechen, bi'idhnillahi sami'il alim. Nur wenn es wichtig ist. Wir haben bis zur 7. Ayah gemacht. Wir machen jetzt die 9. gerade, oder? Nein, wir müssen 8. Wir hatten die 8. Ayah, aber wir müssen 8. Ikhtilaf. Nein, bis zur 8. Ne? Okay. Baraklaufik für die Unterbrechung. Wir haben diese Ermahnung herabgesandt. Al-Dhikr, haben wir schon gesagt, ist ein Name vom Koran. Und daher meint Allah subhanahu wa ta'ala hier mit dem Dhikr, den er in der Ayah erwähnt, nicht nur den Koran. Wer sagt mir, was noch hinzukommt? Na, die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama. Und wir werden das im Gesamten erklären, inshallah ta'ala. Wenn Allah azza wa jal sagt, wir haben den Dhikr, den Koran herabgesandt und wir werden ihn bewahren. Bewahren bedeutet sowohl von den Wörtern her als auch von der Bedeutung. Von den Wörtern her als auch von der Bedeutung. Dieser Koran wird bewahrt bleiben. Und ich gebe euch einen klaren Beweis. Gab es im Laufe der Geschichte Leute, die den Islam vernichten wollten? Es gab sie genüge. Zu genüge. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht zugelassen, dass dieser Koran gefälscht wird. Anders als die Bücher, die davor waren. Und wir kommen noch darüber zu sprechen. Damals gab es Leute von einer Kirche, die haben den Koran komplett gedruckt. Von Al-Fatiha bis Surat An-Nas. Aber sie haben ein Wort. Und wer den Islam als Religion erwählt, so wird es nicht von ihnen angenommen und am Tage der Auferstehung gehört er zu den Verlierern. Aber was hat Allah Azza wa Jalla gesagt? وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ. Ein Wort. Aber wer eine andere Religion als die Religion des Islam erwählt, das heißt genau umgekehrt zu der Bedeutung, die Allah subhanahu wa ta'ala uns hier beschrieben hat. Und hier seht ihr, die Muslime, alhamdulillah, sie sind auf Zack. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Koran geschützt mit der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagt uns, liebe Geschwister, in Surat As-Saba, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anders als die früheren Propheten nicht nur zu einem Volk geschickt hat, sondern er hat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zu allen Völkern geschickt. So sagt er uns subhanahu wa ta'ala im Koran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَهَدِيًا Nadira. Und wir haben dich doch, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, für die gesamte Menschheit oder zu der gesamten Menschheit entsandt. Als frohe Bote und als Warner. Weil andere Propheten, andere Gesandte, die davor waren, wurden zu einem einzelnen Volk geschickt. Wie Allah subhanahu wa ta'ala uns zum Beispiel in Surat As-Saff über Isa ibn Maryam alayhi salatu wasalam berichtete. Wer kennt die Ayah? Dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn nur zu Bani Israel geschickt hat.
Wer kennt die Ayah aus Surat As-Saf? Naam? Naam? وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. Als Isa a.s. zu Bani Israel gesagt hat, ich bin ein Gesandter zu euch. Das heißt, der zu euch geschickt wurde. Er wurde nur für wen geschickt? Für Bani Israel. Und andere Propheten auch für bestimmte Leute, für bestimmte Völker. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist zu allen Völkern geschickt worden. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. كَافَّةً لِلنَّاسِ bedeutet für alle Menschen. Wenn ich euch jetzt frage, nachdem ihr diese Ayat gehört habt, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala dann die vergangenen Bücher fälschen lassen? Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala sie nicht beschützt, wie er den Koran beschützt? Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala es zugelassen und nichts passiert, außer mit der Erlaubnis Allahs azza wa jal? Warum hat er es zugelassen, dass andere Bücher gefälscht werden können? Ali Jan entwickelt sich zu einem Musterschüler. Tfadal. Weil nach Jesus kam auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deswegen haben neue Propheten und neue Bücher. MashaAllah, tabarak rahman. Weil Allah wusste, dass noch weitere Gesandte kommen werden. Aber wer wird der letzte aller Gesandte sein? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen war mit ihm die Vollendung der Botschaft. Der letzte Gesandte, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von allen Gesandten und allen Propheten zuvor. Und das letzte Buch, der Koran al-Karim. Wallahi, das sollte dein Stolz mehren in deinem Herzen, dass es keine andere Rechtleitung mehr gibt als die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mit diesem Buch ist er zu uns entsandt worden und das ist das letzte Gesetz, sogar sagte der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung, die authentisch ist, Hassan, nach den Hadith-Gelehrten, لو كان موسى حيا, wenn Musa noch am Leben wäre, wer kennt das Ende von dem Hadith? Wenn Musa noch am Leben wäre, was hat er uns gesagt? Na? So würde ihm nichts anderes übrig bleiben, Musa, der als zweitmeister Prophet und Gesandter im Koran erwähnt wurde nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so würde ihm nichts anderes übrig bleiben, als meiner Scharia zu folgen. Das heißt, das Gesetz ist abgeschlossen. Niemand kann es mehr ändern. Aber haben wir eine Sache vergessen? Isa alayhi salatu wasalam wird doch zurückkehren, Jesus. Als was? Als? Wir lernen immer mitmelden und dann dürfen wir reden. Bitte schön. Als? Schattenprophet? Das ist ein neues Wort, das kenne ich noch nicht. Na, tafaddal, der hintere hübsche Mann. Als normaler Muslim. Als? Diener. Das war er auch vorher schon. Keiner überschreitet die Grenze von einem Diener. Er wird als Führer der Muslime kommen. Aber unter welcher Scharia ordnet er sich unter? Unter der Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama. Deswegen lernt eine Sache, liebe Geschwister, das ist das letzte Buch und der letzte Gesandte. Denn es gibt eine abgeirrte Sekte und sie sind Kuffar mit Ijma aller Gelehrten. Sie heißen Qadianiya. Sie nennen sich gerne wie? Ahmadiyya. Aber dieser Name gebührt ihnen nicht, weil Ahmad ist ein Name von Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama. Sie haben gesagt, nein, Muhammad ist nicht der letzte Prophet, sondern es gibt nach ihm noch jemanden. Und natürlich der das gesagt hat, war auch dann komischerweise der Prophet. Ja? Und diese Leute sind niemals Muslime, waren niemals Muslime und sind damit Kuffar nach Ijma aller Gelehrten. Sie heißen Qadianiyya. Passt auf vor diesen Leuten, liebe Geschwister. Die haben auch leider Tempel, ich sage nicht Moscheen, die haben Tempel hier. Nicht, dass ihr bei ihnen beten geht. Weil es gibt Leute, weil sie unwissend sind, die haben mich auch angerufen und haben mir gesagt, in Rudo würde ein neuer Tempel errichtet. Und ich habe ihnen gesagt, bitte geht dort nicht beten, weil diese Leute dort ihren Dalal verbreiten. Und das ist deine Lehre. Einmal, dass du den letzten Gesandten entsandt bekommen hast
und dass du das letzte Buch in deinen Händen hältst. Und das ist der Koran al-Karim. Warum ist die Sunna auch mitgeschützt? Tayyib, das ist eine sehr wichtige Frage. Der Koran, liebe Geschwister, erklärt uns nicht immer nur an einer Ayah die gesamte Sache. Manchmal kann eine Mas'ala, eine Sache, in mehreren verschiedenen Stellen im Koran erklärt werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel im Koran, und das ist in Surat An-Nahl, وَأُنزِلَ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ. Und wir haben den Koran auf dich herabgesandt, ja Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, damit du den Leuten erklärst, was zu ihnen herabgesandt worden ist. Was ist die Erklärung? Was ist die Erklärung? Die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ich meine, wenn der Koran, schaut mal, was Allah azza wa jalla sagt, bitte bleibt dran, liebe Geschwister, damit ihr auch den Scheinargumenten der Kuffar und den Scheinargumenten der abgeirrten Sekten aus dem Weg geht. Es gibt noch eine weitere Sekte, die heißen Qur'aniyun. Qur'aniyun sind Leute, die beziehen sich nur was auf den Koran. Auf den Koran. Und das ist natürlich Kuffar. Denn der Koran ist ein Buch, richtig, von Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt worden. Aber die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist natürlich bestätigt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ oder وَرَسُولَهُ, derjenige, der Allah und seinen Gesandten gehorcht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Was der Gesandte euch gibt, so nimmt es von ihm, die Sunna. Und was er euch verbietet, ebenfalls die Sunna, so enthaltet euch davon und fürchtet Allah, wahrlich Allah ist streng im Bestrafen. Das sind klare Beweise, dass Allah subhanahu wa ta'ala, so wie er den Koran herabgesandt hat, auch die Sunna herabgesandt hat. Und deswegen diese Leute, die Qur'aniyun, die beziehen sich nur auf den Koran, die sagen, die Hadithe sind für uns ungültig, sie haben keinen Wert. Und schaut diese ärmsten Leute, die bei Allah nichts von der Religion verstehen. Wie beten sie denn ihre einzelnen Gebete? Wo steht denn die Raqqa-Anzahl im Koran? Steht sie irgendwo? Gibt es eine Surah, die wir vielleicht nicht kennen? Surat Gharib oder irgendwas? Kennen wir nicht, oder? Wie machen sie Tawaf beim Hajj, dass sie siebenmal die Kaaba umrunden? Steht das im Koran? Steht nicht im Koran. Im Koran steht nur, dass man Tawaf macht. Steht im Koran, wie du im Tashahud At-Tahiyyatu Lillah wa Salawat bis zum Ende innaka Hamidun Majid liest. Steht nicht im Koran. Komischerweise, sie beten. Hinter mir hat mal einer gebetet und er sagte zu mir, ich glaube nur an den Koran. Dann habe ich ihm gesagt, wie hast du gerade hinter mir gebetet? Wer hat dir gesagt, dass das Dhuhr-Gebet 4 Raka'a hat? Und was hast du überhaupt im Gebet gesagt? Wo steht das im Koran? Und dann fangen sie an zu lügen, ja, wir akzeptieren einige Hadithe. So fängt das immer an. Ja. Und das Lüge, sie akzeptieren nur den Koran. Deswegen heißen sie Koraniyun. Und unsere Gelehrten sagen, derjenige, der sagt, dass er nur an den Koran glaubt, ist ein Lügner, weil wenn er an den Koran glaubt, Allah hat die Sunna bestätigt, ja oder nein? Allah hat die Sunna bestätigt. Dann müsste er auch an die Sunna glauben. Aber wenn er nicht an die Sunna glaubt, dann lügt er, dass er an den Koran glaubt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Worte ja nicht einfach so gesagt, sondern er hat sie gesagt mit Recht und Wahrheit subhanahu wa ta'ala. Und diese Ayat, die ich euch vorgelesen habe, sind ein klarer Beleg dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns die Sunna verpflichtend gemacht hat. Und die letzte Ayat, wo Allah azza wa jalla sagt, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Und wir haben auf dich den Koran herabgesandt, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit du den Leuten erklärst, was zu ihnen offenbart worden ist. Wie erklärst? Mit Wörtern und mit Taten. Du erklärst ihnen mit deinen Wörtern und mit deinen Taten, wie sie diese Ayat zu verstehen haben.
wenn die Ayat so deutlich wären, weil manche Leute, die mit dir heute reden, sie sagen dir, der Koran reicht mir, er ist deutlich genug. Subhanallah. Der Koran ist deutlich genug. Frage, wenn der Koran deutlich genug wäre, warum veranlasst Allah, und die Araber damals haben bestimmt besser Arabisch verstanden als die Araber heute. Die Araber heute können nicht einen geraden Satz auf Fusha reden. Sagt ihr, Schlonak ja Schlaun. Es kann weder Arabisch noch Indisch. Keines von diesen Sprachen. Die damals haben Arabisch verstanden. Wenn jemand weniger Erklärung gebraucht hätte, wären sie es. Und wir mehr. Aber nein, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte welche Aufgabe? Ihnen zu erklären, was auf sie herabgesandt worden ist, den Koran. Warum erklären, wenn er so deutlich ist? Weil die Sunna erklärt den Koran. Und so haben unsere Gelehrten gesagt, Rahmatullah alayhim ajma'in, Imam al-Awza'i, und später hat das auch Imam Ahmad übernommen, Rahimuhullah ta'ala, er sagte, der Koran braucht die Sunna mehr als die Sunna den Koran. Eine gefährliche Aussage. Der Koran braucht die Sunna. Wer sagt mir warum, nachdem wir einige Grundlagen gelernt haben? Warum braucht der Koran mehr die Sunna als die Sunna den Koran? Wer erklärt mir das? Na, tafaddal. Sehr gut. Es gibt im Koran Sachen, die sind mehrdeutig. Das heißt nicht eindeutig. Aber an anderer Stelle finden wir die Eindeutigkeit dieser Texte. Und deswegen sagten die Gelehrten, wenn jemand mit dir über mehrdeutige Ayat redet, diskutiert, dann antworte ihm mit der Sunna. Weil die Sunna diese Ayat erklärt. طيب. Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhal ladhina amanu alaykum anfusakum. O ihr, die ihr glaubt, kümmert euch um euch selbst. Kümmert euch um euch selbst. Was verstehen wir darunter? Wir gucken auf uns und schauen nicht auf die anderen. Wenn die anderen Fehler machen, dann machen sie Fehler. Ist nicht unser Problem. Hauptsächlich, wir haben uns vor dem Höllenfeuer gerettet. Kümmert euch um euch selbst, oder? Ja, ihr alladhina amanu, alaykum anfusakum. Kümmert euch um euch selbst. Jetzt sagen wir, lassen wir die anderen Leute, sollen sie tun, was sie wollen. In der Sunna steht, dass Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu arda gesagt hat, ihr lest die Sura, ihr lest die Ayah, die ich gerade gelesen habe, und versteht sie genau umgekehrt. Und versteht sie was? Genau umgekehrt. So sagte, oder ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, Abu Bakr al-Siddiq berichtet das, radiallahu anhu arda, wenn ihr aufhört, das Schlechte zu verbieten, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala über euch alle eine Strafe einsetzen und niemand wird davon ausgenommen. Genau umgekehrt. Genau die umgekehrte Bedeutung als das, was die Leute verstanden haben. Wie hätten wir das jetzt herausbekommen? Gar nichts. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Und glaube nicht, dass diejenigen, die auf dem Weg Allahs beim Kampf gestorben sind, dass sie wirklich tot sind, vielmehr sind sie lebendig und werden bei ihrem Herrn versorgt. So ist die Eier. Was könnte man jetzt denken? Er ist zwar in seinem Grab, aber er lebt. Und bei Imam Muslim berichtet Masruq, radiyallahu anhu arda, dass er Abdullah ibn Mas'ud gefragt hat über diese Ayah. Und Abdullah ibn Mas'ud fragte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und so kehrten sie immer zurück zur Quelle. Was bedeutet diese Ayah? Er sagte zu ihm, dass die Märtyrer, wenn sie sterben, dann werden sie in Form von grünen Vögeln gemacht,
die gesamte Zeit um den Thron Allah subhanahu wa ta'ala fliegen, und sie werden von Allah versorgt mit dem Besten, was ihnen nur gegeben werden konnte. Aha, Vögel. Ja, ist das hier lebendig? Er ist lebendig im Grab? Antwort nein. Und deswegen seht ihr die Sufis, sie gehen zu den Gräbern, wal'iyadu billah, und bitten wen? Wen bitten sie? Die Toten. Und wenn du ihnen sagst, er ist tot, und wenn du einen Toten bittest, dann ist das großer Schirk. Du hast die Religion verlassen. Er sagt dir, nein, du hast dich geirrt, er ist noch lebendig. Du sagst ihm, woher hast du das? Er sagt, hier wird das in der Ayah gesagt. Und das natürlich, das sind ihre großen Shayatin, das heißt die Führer von den Sufis, die den armen Masakin das erklären und sie damit in die Irre führen und zum Schirk führen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute von der Oberfläche verschwinden lassen, die den Menschen den Schirk beibringen. Allahumma amin. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir die Sunna nicht haben, dann können wir den Koran nicht einfach so erklären. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns, Alam tara ila alladhina. Hast du diejenigen gesehen, die das und das gemacht haben? Ja, wer sind sie? Wer sagt dir, wer sie sind, wenn du die Sunna nicht hier hast, damit sie dir auch erklärt, wer diese Leute sind? Daher wird auch die Sunna geschützt werden. Warum? Weil wenn die Sunna nicht mehr geschützt ist, dann können wir auch den Koran nicht mehr erklären. Hat Allah von uns gefordert, dass wir den Koran praktizieren? Natürlich. Aber wie können wir ihn praktizieren? Zum Beispiel verrichtet das Gebet. Wo steht in der Sunna, wo steht im gesamten Koran, alle Säulen und alle Pflichten und alle Sunnan im Koran? Die stehen nicht. Teilweise. Aber nicht alle. Das heißt, wie sollen wir die Religion Allahs praktizieren, wenn wir nicht die praktische Lebensweise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hätten? Das ist unmöglich, liebe Geschwister. Daher ist natürlich im Schutz oder mit dem Schutz des Korans auch die Sunna inbegriffen. Und somit, alhamdulillah, rabbil alamin, haben wir einen Schutz von Allah Azza wa Jal bekommen, der gewaltig ist. Ich frage euch, wie hat zum Beispiel Allah den Koran geschützt? Wie schützt Allah Azza wa Jal den Koran? Zum Beispiel, bitteschön. Indem die Leute ihn auswendig können. Was denkt ihr, wie viele von Millionen den Koran auswendig können? Sogar teilweise kleine Kinder. Kleine was? Kleine Kinder. Sie kennen den Koran in- und auswendig. Nicht nur auswendig, in- und auswendig. Es gab damals einen Scheich, einer von den großen Gelehrten, er hat mal erzählt, als sein Vater ihn immer geprüft hat beim Hith, bei dem Auswendiglernen vom Koran, dann hat er eine Sura gelesen, eine von den anfänglichen Sura. Und es gab eine Ayah in dieser Sura, die gibt es auch später in einer anderen Sura, die schon fortgeschritten ist, aber etwas anders. Was wollte er machen? Er hat dann die Ayah gelesen von der Sura, die schon fortgeschritten ist, damit er nicht die zwei, drei großen Sura dazwischen noch lesen soll. Und er sagte, mein Vater war gerade im Schlafmodus. Er war dabei einzuschlafen. Als ich dann das Ende von der Ayah gelesen habe, ist er aufgeschreckt, hat mich genommen und gegen die Wand geschmissen. Er sagt, bis heute habe ich noch die Verletzung am Arm. Subhanallah. Wallahi ajib wa gharib. Wie kleine Kinder. Und unser Sheikh hat uns erzählt, das größte Wunder, was er gesehen hat, dass ein Kind mit 5 Jahren den Koran auswendig konnte. Mit 5 Jahren. Überlegt, subhanallah, wo findet ihr so etwas? Eine Frage, liebe Geschwister. Wenn die Kuffar alle unsere Exemplare von den Korans vernichten würden, wären wir in der Lage, als Muslime diesen Koran wiederherzustellen? Ja oder nein? Ich will euch hören. Natürlich, wir wären in der Lage. Warum? Weil jeder kann etwas vom Koran. Und manche können alles. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Daher wird dieses Buch niemals verloren gehen. Aber wenn jetzt beispielsweise ein anderes Buch von den anderen Religionsgemeinschaften weg ist, wer wird das wieder bringen? Nicht mal ihre Oberhäupter kennen dieses Buch auswendig. Schaut mal, bei uns, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah hat den Koran so geschützt. Und daher sollten wir eifersüchtig sein, dass wir versuchen, viel vom Koran auswendig zu lernen, damit wir auch zum Grund werden, womit Allah Azza wa Jalla seine Religion schützt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Kraft geben, den Koran zu lernen.
Wallahi, hängt euch an diesem Buch, liebe Geschwister. Es ist das Buch der Freude für uns. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshiru al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Und wahrlich, dieser Koran leitet zu einem besseren Weg, zur Zufriedenheit Allahs. Und er verkündet den Gläubigen, wen? Den Kuffar oder den Gläubigen? Und er verkündet den Gläubigen, die glauben und danach schlafen und sagen, ich bin guter Muslim, die glauben und Gutes tun, dass sie einen gewaltigen Lohn, einen großen Lohn bei Allah zu erwarten haben. Was ist der große Lohn? Mutawakkil. Nicht Huril Ayn. Die ist inbegriffen, ha? Inshallah. Schaut mal, was für eine wunderschöne Ayah von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diesen Koran schützt. Die Rawafid, und verzeiht mir heute, dass ich auch etwas über die Sekten spreche, damit ihr auch wisst, wer diese Leute sind. Sie sagen dir, und die Rawafid sind die Schia, die meisten unter ihnen, diese 12er Imamiyah, wie sie genannt werden. Sie sagen dir, der Koran ist was? Vollständig oder naqis? Es fehlt am Koran etwas und Abu Bakr und Umar haben das versteckt. Radiyallahu anhuma. Jetzt hast du eine Ayah gelernt. Einer sagt dir, sie haben etwas vom Koran versteckt. Wie antwortest du ihm? Ja, Beweis, wir wollen den Beweis haben. Wir haben doch eine Ayah, wir reden doch heute die ganze Zeit über eine Ayah. Na? Ja? Warum haben Sie dann nicht diese Ayah versteckt? Bitteschön. Schau mal. Wallahi, es sind nicht die Stärken der Aussagen der Irregegangenen, die unser Herz zum Beben bringen. Es ist vielmehr unser Jahl, dass wir unwissend sind und nicht unser Buch kennen und demzufolge auch auf solche Leute vielleicht sogar manchmal hereinfallen. Wenn Allah sagt, er hat den Koran geschützt, das heißt, was haben wir gesagt, was bedeutet Schutz? Sowohl von den Wörtern und Bedeutung. Wenn der Schutz in dieser Art und Weise stattfindet, dann eine Frage. Wenn du sagst, der Koran ist naqis, er ist unvollständig, was hast du über Allah subhanahu wa ta'ala behauptet? Was hast du über Allah subhanahu wa ta'ala behauptet? Allah hat einen Fehler gemacht, hasha. Das heißt, Allah war nicht in der Lage, den Koran zu schützen. Ta'ala Allah, amma yushrikun. Was für eine üble Aussage von diesen Leuten, die behaupten, dass Allah Azza wa Jal nicht in der Lage ist, diesen Koran zu schützen. Sie sagen, das, was wir in unseren Händen haben, ist ungefähr nur ein Drittel vom Koran, aber es gibt viel, viel mehr Ayat. Warum sagen sie das? Sie haben nur einen Grund, warum sie das sagen. Weil wenn du ihnen mit Argumenten kommst vom Koran, sagen sie dir, ist sowieso falsch. Es ist nicht der vollständige Koran. Und damit haben sie sich aus jeder Sache gerettet, aber auch vor dem Paradies gerettet und sich dem Höllenfeuer genährt. Möge Allah Azza wa Jal diese Leute recht leiten. Diese Leute sind eine irregehende Gruppierung, liebe Geschwister. Und sie haben den Koran erklärt, wie sie wollen. Und das ist ein großes Übel, was wir heutzutage sehen. Jede Sekte, die ihr seht, haben sich auf was berufen? Auf den Koran. Die Khawarij allen voran. Sie haben gesagt, es ist ein Beweis für uns, dass jemand, der eine große Sünde macht, dass er kein Muslim mehr ist, ein Kafir ist. Das heißt, wer Zina macht, ist bei ihnen ein Kafir. Wer Alkohol trinkt, ist bei ihnen ein Kafir. Wer lügt, ist bei ihnen ein Kafir. Was bedeutet das? Eigentlich gibt es so gut wie keine Muslime mehr. Und subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in einer Überlieferung, die Schafa'a, meine Schafa'a, yawmul qiyamah, dass ich ein gutes Wort für die Muslime einlege, ist für die Leute, die große Sünden gemacht haben. Wird der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Schafa'a machen für einen Kafir?
Natürlich nicht, sondern nur für Leute, die auch Muslime waren. Sie haben eine Ayah genommen und gesagt, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا. Und wer Allah und seinem Gesandten entgegenwirkt, das heißt sich widersetzt, so wird er für ewig in das Höllenfeuer hereingehen. Und dieses Wort Masiya, Asa, Yasi bedeutet in dem Fall nicht eine Sünde, sondern Schirk. Und durch ein Wort sind sie in die Irre gegangen. Denn wer Allah gegenüber, subhanahu wa ta'ala, Schirk betreibt, so wird er für ewig in Jahannam reingehen. Das ist richtig. Aber alles, was unter Schirk ist, vergibt Allah azza wa jal, wem er will, subhanahu wa ta'ala. Inna allaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna thalika liman yasha. Allah wird niemals vergeben, dass ihm andere Götter, Schirk, zur Seite gestellt werden. Dass jemand andere Götter außer Allah anbetet. Aber alles außer Schirk vergibt Allah, wem er will. Sinner unter Schirk? Ja oder nein? Alkohol trinken unter Schirk? Lügen unter Schirk? Das sind große Sünden, aber trotzdem kein Schirk. Und für die Khawarij warst du dann was? Ein Kafir, wenn du eine dieser Sünden gemacht hast. Deswegen manche der Hadith-Gelehrte haben von einigen der Khawarij auch Überlieferungen genommen. Ihr werdet euch wundern, ihr werdet mir sagen, das ist doch eine irregegangene Gruppe, richtig. Aber weil sie in ihrer Akida hatten, dass wenn sie einmal lügen, dann Kuffar sind, dann haben sie von ihnen Hadith genommen, weil sie wussten, sie dürfen nicht lügen. Ansonsten sind sie nach ihrer eigenen Religion Kuffar. Mafhum? Na. Tay. Schaut mal, liebe Geschwister, was Ibn al-Qurtubi rahimullah ta'ala erwähnt hat in seinem Tafsir. Eine wunderschöne Geschichte über einen Khalifen, sein Name war Maimun. Dieser hat dauernd Sitzungen veranstaltet. So Sitzungen, wo jetzt auch hier die lieben Leute alle zusammensitzen, möge Allah azza wa jalla uns so auch im Paradies vereinen. Und es gab in dieser Sitzung einen Juden. Die Muslime haben mit ihm Dawa gemacht. Und bei dieser Sitzung saßen die besten Köpfe, die Fuqaha, die Leute, die das meiste Verständnis in der Religion hatten, die Hadith-Gelehrten, die arabischen Professoren, alle saßen in dieser Runde. Und sie haben mit diesem Juden Dawa gemacht, dass er zum Islam konvertieren soll. Er sagte, lasst mich und überlasst mir meine Religion. Das heißt, ihr braucht mit mir keine Dawa zu machen. Und wann auch immer er etwas von der Bibel hörte oder von der Taurat hörte, hat er diese Wörter gelobt. Aber anders als beim Koran. Und Maimun hat ihn des Öfteren gefragt, rahimahullah ta'ala, warum konvertierst du nicht zum Islam? Er sagte, das ist meine Angelegenheit. Dann verging ein Jahr, in dem der Jude nicht mehr die Sitzung besuchte. Und er kam nach einem Jahr wieder. Und er sagte, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf. Und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ist. Sie sagten, ajaban, verwunderlich, du saßt die ganze Zeit mit uns und hattest kein Interesse am Islam. Und dann später hast du von selbst den Islam angenommen. Er sagte, ja, ich habe die Menschen geprüft. Ich habe sie einer Prüfung unterzogen. Was war diese Prüfung, liebe Geschwister? Eine folgende Prüfung. Min fadlik dukhul nisa min al-jiha al-ukhra. La, al-an ma fi waqt, al-an ma fi waqt. Inshallah, munasabah thaniya, inshallah. Allah ybarik fik, al-an ma fi waqt. Ana fi al-dars hona, ma astati' an aqum min hadha. Jazakallah khair. Haytham bas shuf shuf, inshallah. Das heißt, dieser Jude hat was gemacht. Er war vom Beruf her einer, der eine wunderschöne Schrift hatte und Bücher geschrieben hat. So hat er gesagt, bin ich zu den Christen gegangen und habe ihnen gesagt, ich habe ein paar Exemplare von euch, das heißt von eurem Injil. Wollt ihr ein paar Exemplare haben? Sie haben gesagt, gerne. Dann hat er es auf wunderschöne Art und Weise beschmückt. Sehr schön geschrieben, mit einem schönen Dekolleté und dann hat er das gegeben. Mit einem schönen, wie heißt das, diese Buch...
Cover, genau, richtig. Mit einem sehr schönen Buchcover und hat ihnen das gegeben. Ich glaube, der Conte ist was anderes. Allah muss sagen. Na. Sie haben es angenommen und haben sich darüber gefreut. Dann ist er zu den Juden gegangen und hat genau dasselbe gemacht. Hat genau was? Dasselbe gemacht. Und hat ihnen auch ein wunderschönes Buch gegeben mit einer wunderschönen Schrift von der Taurat und hat das überbracht. Auch sie haben es dankend angenommen und sind davon gezogen. Dann kam er zu den Muslimen. So berichtet er selber, der Schreiber. Er sagte, da habe ich ihnen ein paar wunderschöne Ayat geschrieben und ihnen das übergeben. Und ich habe ihnen gesagt, das ist von mir ein Geschenk. So haben sie es genommen und ihnen gesagt, warte erstmal, wir freuen uns über dieses Geschenk, aber wir müssen das erstmal prüfen lassen. Innerhalb von kürzester Zeit kamen sie wieder und sie sagten ihnen, da sind mehrere Fehler enthalten. Er sagte, so habe ich gesehen, dass nur eine einzige Religion sich um ihr Buch kümmert und das sind die Muslime und deswegen hat er den Islam angenommen. Allahu Akbar. Das ist der Islam, liebe Geschwister, dass wir Leute sind, die Alhamdulillah keine Juhal sind, keine Unwissende sind. Weil je unwissender du bist, umso mehr kann man dir letztendlich erzählen, was man dir auch immer erzählen möchte. Und du siehst, sind die meisten Muslime in der Irre oder auf der Wahrheit? Die meisten sind leider in der Irre, weil sie in die Irre geführt wurden. Aber wer ist auf der Wahrheit? Das sind diejenigen, die mit einer reinen Absicht ihre Religion gelernt haben und zum Schluss von Allah subhanahu wa ta'ala den richtigen Weg gewiesen bekommen haben und jetzt auf beste Art und Weise ihre Religion praktizieren. Das ist die Ayah, liebe Geschwister. Wir haben die Ermahnung herabgesandt. Ermahnung, was haben wir gesagt, bedeutet der Koran und die Sunna. Denn ohne Koran wirst du ohne die Sunna wirst du den Koran niemals verstehen. Wirst du den Koran niemals verstehen. Daher, das ist immer in Betracht zu ziehen. Und ich beende mit einer Überlieferung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, der sagte, ich will nicht hören, dass einer von euch nach mir fragt, wo steht dieses im Koran? Allahu Akbar. Heutzutage, wenn du sagst, Zigaretten sind verboten, sagt er dir, wo steht Marlboro Haram? Wo steht Marlboro Haram? Schau mal, unser Buch, der Koran, braucht nicht alles detailliert zu schreiben. Unser Buch, der Koran, hat uns Qawaid, Regeln gegeben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Und stürzt euch nicht mit eurer eigenen Hände, das heißt, verursacht nicht selbst Schaden an euch, mit eurer eigenen Hände ins Verderben. Allah liebt die Gutestuenden. Was heißt das? Jede Sache, die dir einen Schaden zufügt, ist verboten. LSD, verboten. Alhamdulillah, hast du nichts anderes gesagt. MMS, nee, das ist ja eine Nachricht. Ne? Verzeiht mir, ich kenne mich damit nicht so gut aus. Kokain, ja, Raki, aber es ist aus Halal. Kommt aus einem islamischen Land. Alles, was schadet, ist haram. Brauchen wir die einzelnen Namen? Brauchen wir nicht. Champagner, haram. Leben, Joghurt. Inshallah, machst du uns heute welchen zum Iftar. Hadi Ayah, na. Wir brauchen keine 1000 Sachen. Wir brauchen das nicht. Qawaid, Regel. So haben die Gelehrten Regeln aufgestellt. Diese Eier, alles ist inbegriffen. Du brauchst nicht jede einzelne Sache zu binden. Subhanallah. So einfach ist das. Und das ist die Schönheit am Koran, liebe Geschwister. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns richtiges Verständnis für unser Buch geben. Allahumma amin. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barak la fikum wa jazakum la khairan. Wir haben ein paar Minuten Zeit, beten Allah Ta'ala für Fragen, wenn es welche gibt. Es werden erstmal diejenigen bevorzugt, die Fragen über Ramadan haben, wenn es zu den Regeln von Ramadan, weil wir haben jetzt den Fastenmonat Ramadan, damit man auch richtig handelt, inshallah Ta'ala, diese werden in erster Linie beantwortet. Na, tafaddal. Fika bakla. Wenn jetzt eine Frau und ein Mann aus islamischen Sünden nicht fasten, Monat Ramadan, wenn ihr zum Beispiel den Geschlechtsverkehr
ist es da? Ja, der Bruder stellt eine gute Frage. Ein Mann und eine Frau, beide fasten nicht, weil beide zum Beispiel krank sind. Ist es ihnen erlaubt, intim miteinander zu sein? Ist das die Frage? Na, was sagen die Experten? Habt ihr die Frage verstanden? Mann und Frau sind beide krank. Und wenn man krank ist, muss man fasten, ja oder nein? Gelten dann die Regeln eines Fastenden für einen Kranken, ja oder nein? Nein. So, er sagt, wenn beide sowieso krank sind und nicht gerade krank geworden sind, weil sie ihren Gelüsten folgen wollen, sondern weil sie wirklich krank sind, na, ich hoffe, man versteht mich, ist es ihnen dann erlaubt, intim miteinander zu sein? Antwort ja. Mit der Bedingung, die ich genannt habe. Mafhum? Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Naam, tafadda. Ein Altenpfleger, während er fastet. Während er fastet, auf Arbeit. Ob jemand fasten muss, wenn er arbeitet? Nein, ein Altenpfleger, Krankenpfleger. Ja. Warum nicht? Er kann trotzdem arbeiten. Natürlich. Kann man arbeiten, während man fastet? Natürlich. Nein, ich meine, Krankenpflege zu reichen. Wo ist das Problem? Das ist ja Arbeit. Ob er die pflegt, ob er die, denen bestimmte Sachen zukommen lässt, dass sie auch ihren, dass sie auch ihren Alltag beschreiten können, das hat nichts mit dem Fasten zu tun. Bitte unterscheidet immer, liebe Geschwister. Wir haben Sachen, die machen das Fasten ungültig. Okay? Was macht das Fasten ungültig? Welche Dinge machen das Fasten ungültig? Essen, Trinken und? Geschlechtsverkehr. Ali weiß wieder Bescheid. Na, Allah Ali Jan, du machst mir langsam Angst, um ehrlich zu sein. Du bist ja immer noch 15. Tai. Okay. Jetzt einer hört Musik, während er fastet. Ist sein Fasten gebrochen? Ja oder nein? Ist nicht gebrochen. Aber er hat was gemacht? Eine Sünde. Sein Fasten ist aber nicht gebrochen, weil es nicht von den Taten ist, die das Fasten brechen. Mafhum? An dich gerichtet. Klar? Inshallah. Ich erkläre es nochmal. Inshallah. Eine Person arbeitet, staubsaugt, schneidet seine Fingernägel, wechselt die Windel, pudert sich die Nase, okay? Stolpert über ein Buch. Sein Fasten ist nicht ungültig. Warum? Weil das nicht die Dinge sind, die das Fasten ungültig machen. Mafhum? Jetzt klar? Die Frage war, ob er was beachten muss. Nein, gar nichts. Gar nichts. Natürlich, wenn er ältere Leute säubert, wenn Najasa kommt auf seine Haut oder seine Kleidung, die muss er entfernen. Dadurch geht nicht sein Wudu verloren, sondern er muss die Najasa, die Unreinheit, und natürlich man hat viel mit Unreinheit zu tun, in diesem Falle, die muss man entfernen. Von der Kleidung und von der eigenen Haut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tafaddal. Alaikum salam. Man gibt den Alten etwas zu essen und zu trinken. Solange das halal ist, ist das kein Problem. Aber wenn das haram ist, dann ist das sehr wohl ein Problem. Das heißt, zum Beispiel soll man ihm Brokkoli-Sahnesoße geben. Ist was haram daran, Ali Jan? Nein. Hat auch nichts mit Geschlechtsverkehr zu tun. Brokkoli-Sahnesoße, kein Problem. Multivitaminsaft, kein Problem. Aber jetzt... Der will sich noch einen geben. Champagner. Haram oder nicht haram? Haram. Der will Chinsir haben. Schweinefleisch. Haram oder nicht haram? Haram. Sagt man, ich esse das doch nicht. Ich trinke das nicht. Richtig. Aber du hast ihm dazu geholfen, das zu essen und zu trinken, bedeutet haram zu machen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Ma'idah, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. So helft einander in Güte und in Freundschaft und helft nicht einander in Sünde und Feindschaft. Ist das Sünde, Haram zu essen? Ja.
Natürlich. Das ist auch haram, dass du es jemand anderen gibst. Es gibt auch Leute, der kauft zum Beispiel im Supermarkt etwas Falsches ein. Dann sieht er zum Beispiel, da ist Gelatine drin oder Schwein oder irgendwas drin. Was macht er dann? Dann klingelt er bei dem Nachbarn und gibt ihm das. Das ist haram. Das darfst du nicht geben. Was machst du damit? In die Tonne. Sag mal, ich habe 60 Cent bezahlt. Subhanallah. Willst du jetzt wegen 60 Cent in die Hölle? Dann ist das. Ja, ne, was ist das für ein Argument? Das ist falsch und darf auch niemandem gegeben werden. Sag mal, der isst das, das ist nicht dein Problem. Wenn er es isst aus eigener Verantwortung her, dann ist das sein Problem und nicht dein Problem. Aber wenn du ihm etwas gibst, dann habt ihr beide ein Problem. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Tafadda. Ist das erlaubt, in der Fastenzeit Muslime zu bedienen? Das heißt, man selber könnte fasten, während man das Geschäft betreibt, aber die anderen fasten nicht, darf ich sie bedienen? Weder die Muslime noch die Kuffar. Die Muslime dürfen sowieso nicht ihr Fasten brechen, außer jemand ist krank, aber dann sollte er nicht vor wen essen? Vor den anderen Muslimen. Nicht, um sie in Versuchung zu bringen. Einer zum Beispiel, der hält es gerade noch so durch, der zählt 3 Stunden. Auf einmal sieht er einen Muslim, der haut rein, Döner und ich weiß nicht was. Dann sagt er, naja, kann ich mir auch eingönnen. Ja, das ist die Sache. Deswegen auch nicht den Kuffar. Denn die Kuffar haben eigentlich auch die Aufgabe, sich an die Gebote des Islam zu halten. Mafhum? Deswegen ist es verboten, auch hier ein Geschäft zu betreiben, welches den Leuten Essen ermöglicht, Wallahu ta'ala. Natürlich mit Essen ermöglicht, ich meine nicht einen Supermarkt, wo jemand jetzt Brot verkauft und Käse verkauft und so. Ich meine etwas, was die Leute gleich essen wollen, Imbiss. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Ich habe dich nicht drangenommen, aber schön, dass du das gesagt hast. Bitte schön. Du bist erstmal nicht dran. Bitte schön. Was sagt man als Bittgebet vor dem Fastenbrechen? Es gibt schwache Überlieferungen, die sagen wir nicht, weil sie klar schwach sind. Und dann gibt es Überlieferungen, die sind stärker und bei den Hadith-Gelehrten akzeptiert. Zum Beispiel, ذهب الثمى وتلت العروق وثبت الأجر. Was sagt ihr denn? Subhanallah, was sagt ihr denn? Nur Bismillah und Khalas? Keine Zeit zum... Das Bittgebet sagt man. Der Durst ist gelöscht. Wann sagen wir dieses Bittgebet? Nachdem wir? Nein. Richtig. Und auch etwas getrunken haben. Weil hier sagen wir, der Durst ist gelöscht. Und die Adern sind befeuchtet. Und der Lohn ist gesichert, inshallah. Dieses Bittgebet, inshallah, ist unter den stärksten Bittgebeten. Allahumma laka sumt. Dieses Bittgebet ist nicht authentisch. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Deswegen bleibt ihr beim ersten. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bitte schön. Wenn man Wudu macht, dann bleibt Wasser im Mund. Wo ist das Problem? Ist doch ein schönes Gefühl. Kühlen. Kein Problem. Brauchst du überhaupt keine Sorgen machen. Liebe Geschwister, wenn man fastet, also fastend ist, kein Problem. Natürlich spülst du deinen Mund. Und du kannst auch dein Siwak benutzen, den ganzen Tag, wenn du willst. Alles kein Problem. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Naam, tafadda. Warum darf man den Kuffar halal Essen geben, aber Gelatine nicht? Das gilt im Ramadan und außerhalb von Ramadan. Nein, man gibt ihm kein Essen. Nein, man darf ihm kein Essen geben. Habe ich mich falsch ausgedrückt? Nee, man darf ihm kein Essen geben. Weil ich habe gesagt, die Kuffar selber sind auch daran angehalten, dass sie die Gebote des Islam umsetzen. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Muddathir, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْ نَكُوا مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُوا نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين. Die Paradiesbewohner werden die Höllenbewohner fragen: Was hat euch in Saqar geführt, in das Höllenfeuer Saqar? Eine Diskussion zwischen ihnen. Allah gibt uns
ein Zukunftsbild, was passieren wird. Und das wird hundertprozentig passieren. Möge Allah uns allen das Paradies geben. Was hat euch im Höllenfeuer Saqqar geführt? Sie werden sagen, die Kuffar, wir gehörten zu den Nichtbetenden. Wir haben nicht gebetet. Ja, aber er ist doch sowieso ein Kafir, warum soll er beten? Schaut mal, wir haben nicht gebetet. Und? Wir haben nicht die Armen gespeist. Was heißt die Armen gespeist? Heißt das Sadaqa? Das ist die Zakah, sehr gut, der Mann weiß Bescheid. Weil eine Sadaqa ist was? Freiwillig oder verpflichtend? Ali Can, du hast alles kaputt gemacht von den letzten zwei Tagen. Ist freiwillig. Eine Sadaqa zu geben, ist freiwillig. Aber was ist verpflichtend? Die Zakah. Weil Allah azawajal wird sie nicht aufgrund einer Sache zur Rechenschaft ziehen, die freiwillig ist. Eine freiwillige Sache, eine Sunnah, Mustahab, wenn du sie machst, wirst du belohnt. Und wenn du sie unterlässt, wirst du nicht bestraft. Mafhum, Ali Can? Und wir haben mit denjenigen, wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, wir haben mit denjenigen, wie kann man das übersetzen, sozusagen geschwätzt, ja, geplaudert. Was heißt das? Jetzt zum Beispiel, ich plaudere, wie ist dein Name? Ramis. Ich sag dir zum Beispiel, der Bugatti, wie heißt das Auto? Bugatti oder Bugatti? Bugatti. Super Auto, schwarz, deftige Zylinder. Schwätzen. Ich habe gar keine Ahnung eigentlich, was ich rede. Okay? Ist das gemeint? Wir haben uns über die Religion lustig gemacht. Und jetzt bezeugt Allah, dass diese Leute Kuffar sind. Und wir haben an Tag des Gerichts was? Wir haben ihn für Lüge erklärt. Also reden wir über wen? Über Kuffar, ganz klar. Es gibt ja einen Unterschied bei den Gelehrten. Bei manchen Gelehrten, jemand, der auch nicht betet, manchmal betet und aus Faulheit oft das Gebet weglässt, ist noch Muslim, weil er an den Islam glaubt und die Shahada sagt. Aber jemand, der ein Kafir ist, selbst wenn er betet, ist er trotzdem was? Ein Kafir. Mafhum? So ist der Unterschied. Das ist La ilaha illallah. Es macht eine Menge aus. MashaAllah, tabarakallah. Allah, eine persönliche Diskussion im Privatraum. Na. Mafhum? Das war deine Frage, richtig? Deine Frage? Deine Frage. Beantwortet? Inshallah ta'ala. Der hintere, bitteschön. Darf ein Mann, wenn er einen sehr lückenhaften war, der Unterstand vielleicht nur eins oder eins? Voilà, letztens habe ich lustige Fragen bekommen. Einer meinte, darf ich Tabletten nehmen, die so Turbo-Haar bringen? Was ist Turbo-Haar? Schaut mal. Nein. Darf man, wenn man einen unvollständigen Bart hat, alles nochmal rasieren, damit schneller wächst? Nein. Lass das so, wie es ist. Es wird zusammenwachsen, inshallah ta'ala. Wir haben viele Brüder gehabt, die hatten sie hatten undichte Stellen gehabt beim Bart, aber alhamdulillah, später ist alles zusammengewachsen. Macht euch keine Sorgen, der Bart wächst von alleine. Ihr braucht ihn nur in Ruhe zu lassen. Mehr nicht. Bitte schön. Jeder, der dazu beiträgt, jemanden zu essen zu geben, das heißt, sofort zu essen zu geben, nicht, dass du zum Beispiel Brot verteilst für die Leute für Iftar oder sowas. Passt auf, dass er das Essen gleich essen kann. Dieser macht sich mitschuldig. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Ja. Naam. Naja, das ist wie... bist du Altenpfleger? Okay, dann reden wir nochmal. Bismillah ta'ala. Da. Bitteschön. Das Tarawih-Gebet, wenn man es betet, reichen 8 Raka'a zu beten. Erstmal mit Ijma' aller Gelehrten, wie Imam An-Nawawi rahimullah ta'ala sagte, das Tarawih-Gebet ist ein freiwilliges Sunnah-Gebet und man darf es zu Hause beten. Also das Gebet ist Sunnah, okay? Darf man es zu Hause beten? Ja. Ist das aber das Beste? Nein. Das Beste ist, man betet es wo? In der Gemeinschaft, wegen dem Lohn. Wegen dem Lohn. Das ist besser, das in der Gemeinschaft zu beten. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Jetzt die Frage. Ich bete jetzt aber alleine zu Hause. Sind 8 Raka in Ordnung? Wie ist die Sache? Aisha radiallahu anha überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und die Überlieferung ist bei Al-Bukhari,
im Ramadan und außerhalb Ramadan nie mehr als 11 Raka'a gebetet habt. Nie mehr als was? 11 Raka'a gebetet habt. Das bedeutet, wenn man die richtige Sunna machen will, betet man 11 Raka'a. Aber wenn man jetzt zum Beispiel weniger beten möchte, ist das in Ordnung? Das ist in Ordnung, ist kein Problem. Schaut mal, dieses Tarawih-Gebet ist letztendlich ein Nachtgebet. Was heißt Nachtgebet? Das heißt, das gehört zu den Gebeten, die man nach Salatul Isha betet. Okay? Das Witr-Gebet ist ein Nachtgebet. Das Tahajjud-Gebet, das Nachtgebet, ist ein Nachtgebet. Qiyamul Layl ist ein Nachtgebet. So, wenn jemand jetzt zum Beispiel 8 Raka'a betet, kein Problem. Aber er soll Witr zum Schluss beten. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer seinen Tag oder seine Nacht mit Witr abgeschlossen hat. Okay? Deswegen lasst euch diesen Lohn nicht entgehen. Das Witr-Gebet ist auch nicht verpflichtend nach der Mehrheit der Rechtsgelehrten, aber Imam Ahmad rahmatullah alaihi sagte, derjenige, der nicht das Witr-Gebet betet, so ist er ein übler Mensch und seine Zeugenaussage sollte nicht genommen werden. Das heißt immer noch nicht, dass es Pflicht ist durch diese Aussage, aber er wollte uns damit sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sehr darauf geachtet, das Witr-Gebet zu beten. Mafhum? Wallahu ta'ala ala wa ala. Na, tfadl. Wenn man Wudu macht, streicht man über den Nacken oder nicht? Das Problem ist, dass manche Leute etwas falsch verstanden haben, liebe Geschwister. Ihr wisst ja, wir streichen über den Kopf. Wir nehmen zum Beispiel Wasser und streichen vom Ansatz bis nach hinten. Diese Handlung ist Pflicht oder Sunna? Bitte? Ist Pflicht. Manche Leute haben gedacht, dass als sie nach hinten gestrichen haben, dass sie noch hier etwas übertreiben. Und dann haben sie irgendwann was entwickelt, dass sie über den Nacken streichen. Und das ist falsch und eine Neuerung und sollte nicht gemacht werden von Leuten der Sunna, weil dieses nicht dazu gehört. Von keinem einzigen, weder vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, noch von den Sahaba radiallahu anhum ajma'in, noch von den Tugendhaften, die nach ihm kamen, ist etwas überliefert worden, dass sie sich über den Nacken gestrichen haben. Und deswegen ist das zu unterlassen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Bitte schön. Wenn eine Moschee ist, ganz schnell, dass man sich konzentrieren kann, ist dann besser trotzdem sein, wenn man sich überkommt. Sollte man in einer Moschee beten, wo der Jet-Imam in 5 Minuten 20 Raka'a betet? Nein. Schaut mal. Tarawih kommt, das ist ein arabisches Wort, das kommt von Raha. Wer weiß, was heißt Raha? Nee, Raha. Erholung, Ruhe. Was ist Ruhe daran, wenn du danach ein ganzes Handtuch brauchst, um deinen Schweiß wegzuwischen? Was ist Ruhe daran? In der Türkei haben sie einmal einen verprügelt, weil selbst für die Leute, die dort waren, war er zu schnell. Und die haben ihn im Krankenhaus, oder sie haben ihn im Krankenhaus reif geschlagen und er hat dann ein Interview gemacht vom Krankenhaus, warum die ihn geschlagen haben. Hey, meine Subhanallah. Wenn du selbst für die Leute zu schnell warst, dann mach dir mal Gedanken, dass sie sogar die alten Männer dich geschlagen haben. Deswegen, liebe Geschwister, ist die Sache so, das soll in Ruhe gebetet werden. Schaut mal, unser Beweis. Das arabische Wort hätte gereicht. Aisha radiallahu anha wa ardaha berichtet, hättest du doch nur gesehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam die 4 Raka'a auf wunderschönste Art und Weise gebetet hätte. Hättest du es nur gesehen, wie er die 4 Raka'a und dann die weiteren 4 Raka'a gebetet hat. Was heißt auf wunderschönste Art und Weise? Alhamdulillah, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Ist das Gebet? Das ist die Sprache von einem Djinn. Aber kein Gebet, möge Allah so uns bewahren. Ich meine, wenn man schon, wie einige Leute, und ich sage das ganz klar, wenn man schon Geld bekommt und nur für Geld das macht, sollte man diesen Job lassen. Weil die Taten, die er macht, wird Allah ihn belohnen dafür? Hä? Die sind nicht belohnt. Warum? Weil er macht das nur eigentlich für was? Für Geld. Frage, wenn es kein Geld geben würde, würde er immer noch vorbeten? Deswegen soll man aufpassen, liebe Geschwister.
Eine Tat machen wir für Allah Azza wa Jal, nicht um diese Tat hinter uns zu bringen, sondern uns mit dieser Tat wen zu nähern? Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ein Riesenunterschied, ob du eine Tat machst, nur um sie hinter dir zu bringen, oder ob du dich mit dieser Tat dann Allah subhanahu wa ta'ala nähern möchtest. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Fadal. Ist das besser, das zu Hause zu beten? Nein. Besser ist es, in der Gemeinschaft zu beten. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Und diesbezüglich gibt es auch einige Überlieferungen von den tugendhaften Vorfahren. Man sollte das Tarawih-Gebet zu Hause in der Moschee beten, wenn man kann. Natürlich, manche Leute haben zum Beispiel eine Moschee, die ist erst 15 Kilometer entfernt oder 20 Kilometer. Da kannst du die nicht dazu zwingen, dass sie in die Moschee gehen. Das ist sehr anstrengend für sie. Na? Und dann sollte man versuchen, zu Hause mit seiner Familie zu beten, wenn man nicht in der Moschee beten kann. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Na, bitteschön. Es gibt so viele Kalender mit Unterschieden, wonach sollte man sich richten? Ich finde es traurig, dass wir diese Frage nur zu Ramadan bekommen. Wallahi, diese Frage bekommen wir größtenteils nur zu Ramadan. Taib, eine Frage, in den anderen Monaten muss man nicht beten? Aber warum fragen die Leute jetzt? Größtenteils, nicht alle natürlich, das habe ich nicht gesagt, aber größtenteils, sie wollen wissen, wie lange sie essen können. Okay, Taib. Wir wollen ganz leichte Regeln aufstellen, damit man weiß ungefähr, wie die Sache bi'idhnillah ta'ala zu betrachten ist. Wir haben zwei Zeiten, die sind ohne Zweifel, die sind auch in allen Kalendern gleich. Welche zwei Zeiten sind das? Die haben wir dann schon mal abgehakt. Welche zwei Zeiten sind in allen Kalendern gleich eigentlich, nur mit einem minimalen Unterschied? Sonnenuntergang nehme ich von dir und? Und? Und Sonnenaufgang, richtig. Sonnenuntergang und Sonnenaufgang könnt ihr sogar direkt bei Sheikh Google fragen. Ihr könnt Sheikh Google fragen, wann ist Sonnenuntergang? Nur diese Frage, ja, nicht, dass ihr alles fragt. Dann habt ihr diese beiden Zeiten. Die sind fest. Habt ihr gesehen? Die sind in allen Kalendern gleich eigentlich. Okay. Jetzt haben wir die zwei problematischsten Zeiten. Welche sind das? Fajr und Isha. Fajr und Isha. Die Fajr-Zeit kann man bestimmen mit einer Regel, die anwendbar ist. 90 Minuten circa. Warum sage ich circa? Sowieso, was denkt ihr, die Zeiten, die wir durchgeben, sind die von Koran und Sunna? Ja oder nein? Natürlich nicht. Das sind ungefähre Richtwerte. Ungefähre Richtwerte. Wenn man jetzt vom Sonnenaufgang, wo wir gesagt haben, das ist überall gleich in allen Kalendern. Zum Beispiel Sonnenaufgang ist um 5.30 Uhr ungefähr. Ich setze nur ein Beispiel. 90 Minuten runterrechnet. Was heißt 90 Minuten? Eineinhalb Stunden. Dann sind wir bei wie viel Uhr? Dann ist ungefähr um 4 Uhr das Essen. Okay? Das ist eine allgemeine Regel. Und genauso nach Maghrib, wie lange? Eineinhalb Stunden darauf rechnen, dann haben wir ungefähr die Isha-Zeit. Das heißt, wenn 21 Uhr Maghrib ist, haben wir ungefähr wann Isha? Ali Can, damit du das wieder gut machst. Nein, das erstmal zu Ende machen. Wann, was haben wir dann? 22.30 Uhr, Ali Can, du bist so hungrig. Das heißt, jetzt haben wir wie viele Zeiten? Wie viele Zeiten haben wir jetzt festgemacht? Drei Zeiten. Jetzt fehlen nur noch Dhuhr und Asr. Dhuhr und Asr ist Spielraum. Bei Dhuhr mehr als bei Asr. Asr sollte man darauf achten, dass man es pünktlich betet, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung bei Al-Bukhari, derjenige, der die beiden Kühlen am Tag pünktlich betet, das heißt richtig vollzieht, zur richtigen Zeit und so weiter und so fort, so ist der Lohn für ihn das Paradies. Was sind die beiden Kühlen hier? Ha? Einmal Fajr und Asr. Okay? Wenn man kann, Asr sollte man pünktlich beten. Dhuhr hast du viel Spielraum. Selbst wenn du Dhuhr nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde betest, kein Problem. Kein Problem.
Aber am besten ist es zur richtigen Zeit. Ayyul amali afdal ya Rasulallah? Qala as-salatu fi waqtiha. Was ist die beste Zeit, o Gesandter Allahs, wurde er gefragt, alayhi salatu wassalam. Er sagte, das Gebet zur richtigen Zeit. Mafhum, so habt ihr alle Probleme gelöst, bi'idhnillah ta'ala. Wie lange können wir essen? Bis? 3 Uhr. 3 Uhr, 4 Uhr. Wallah, du bist sehr großzügig. Ungefähr. Schaut mal, liebe Geschwister, barakallahu fikum. Wallahi, wir sehen, dass die Brüder sich in einer Sache streiten, wo es nicht ihr Recht ist, sich zu streiten. Die streiten um Minuten. Einer sagt, nee, Iftar, er sagt zum Beispiel, man darf nur Suhoor essen bis 3 Uhr 56. Der andere sagt, nein, falsch, du bist in der Irre, bis 3 Uhr 59. MashaAllah. Das sind ungefähre Richtwerte. Okay? Das heißt, plus 5 Minuten, minus 5 Minuten, vielleicht sogar 10 Minuten. Wir haben hier nicht so eine klare Sicht wie in anderen Ländern. Mafhum? Wallahu ta'ala ala wa a'lam. So, ich nehme jetzt die letzten 2 Fragen. Bitteschön. Fikum barkla. Ist es von der Sunna, dass man in einem Pflichtgebet Dua macht, also zwischen dem Ruku und Sujud? Darf man im Pflichtgebet, im Sujud Dua machen? Natürlich. Vor dem Sujud. Ja, natürlich. Man sagt Rabbighfirli, Rabbighfirli. Meinst du das, ja, wenn man im Tashahud sitzt? Wenn man gerade steht und dann halt die Hände hochhält. Wenn man gerade, bevor man zu dem Sujud geht. Ach so, man ist noch stehend. Genau. Und dann sagt man zum Beispiel ein Bittgebet. Und dann geht man runter. Also länger, also in der Jama'a. Nein, ja, nein. In der Jama'a? Nein, nicht in Tarawih. Ja, den ganzen Mal durchgehen. Ich weiß, was er meint. Er meint damit, es gibt manche unter der schafi'itischen Rechtsschule, sie beten Dua al-Qunut, machen sie auch im Fajr immer. Das heißt, im Fajr-Gebet, nach der zweiten Raka, beheben sie die Hände und machen Dua al-Qunut. Ist das Sunnah? Nein. Das ist nicht Sunnah. Und das sollte unterlassen werden. Der Sohn von Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhuma, er fragte seinen Vater, Abu Musa al-Ash'ari, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Dua al-Qunut verrichtet? Das heißt, in welchen Gebeten? Er sagte, o mein Sohn, ich habe die Gebete hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gebetet, hinter Abu Bakr, hinter Omar, hinter Uthman und hinter Ali ibn Abi Talib und niemand von ihnen tat dieses. Das heißt, dass er das Dua al-Qunut im Fajr gesagt hat. Gibt es einige Rechtsgelehrte, die das sagen? Ja, es gibt einige Rechtsgelehrte, die sagen, das ist von der Sunna. Aber die richtige Ansicht, wallahu ta'ala ala wa alam, ist, dass man das unterlässt. Wallahu ta'ala ala wa alam. Die letzte. Ja. Das ist die Frage von einer Frau. Okay. Eine Mutter fragt, wie ist das, wenn meine Kinder 13 Jahre alt sind? Sollen sie vorbeten oder ich? Nein, die Kinder müssen vorbeten. Sie darf nicht für sie vorbeten. Die Kinder müssen vorbeten. Nicht nur auch, wenn sie Pubertät sind. Auch wenn sie vorher die Regeln von dem Gebet verstehen, dann beten sie für die Mutter vor. Okay? Und die Mutter betet hinter ihnen. Bi'idhnillahi samiyyil alim. Und das ist die Ansicht der Gelehrten. Wallahu ta'ala ala wa alam. Barak lau fikum wa jazakum la khairan. Und ich hoffe, dass wir uns dann morgen wiedersehen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.